Hallo Leute, herzlich willkommen zu GPL Season Nummer 9, dem letzten Spieltag. Wir spielen gegen den guten Barry vom Team Akatsuki Amphibians. Bin sehr gespannt, wie der Kampf heute laufen wird. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche Meme-Sets oder so dabei hat. Ich rechne eher weniger damit, bin ich ehrlich. Ich sage am letzten Spieltag kann alles passieren. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt von ihrem letzten Platz wegkommen können. Da bin ich mir unsicher. Für uns geht es um tendenziell recht viel, weil... Ja, wenn wir das hier jetzt gewinnen, sind wir ein gutes Stück näher am potenziellen zweiten Platz, weil wir aber, wenn Blocky gewonnen hat, dann ist es eh egal. Dann können wir, glaube ich, nur noch Dritter werden. Also immerhin irgendwie den dritten Platz behalten und das wäre etwa so ein bisschen das Ziel. Ich bin so halb nervös, halb nicht. Aber ich weiß nicht, ob mein Teambuilding optimal ist. Das ist so das, was mich ein bisschen stört. Ich bin nicht 100% zufrieden. Und es sind definitiv andere Monster dabei, als ich da... Es ist kein Primarina da. Bitte was? Und auch kein Urshifu. Dafür hat er dieses Mal 3 Millionen Mons gegen Lando T dabei. Gut zu wissen. Ja, das kann jetzt eine interessante Geschichte werden. Nachdem hier ganz andere Monster teilweise sind, als ich erwartet habe. Keyspike ist jetzt auch nicht so mega mächtig. Ich bin so überrascht, dass er dieses Skarmory mit... Ich finde Skarmory so schlecht. Ich fand den so kacke. Ich bin so überrascht, dass er da ist. Ja gut, mit wem leaden wir denn jetzt? Eigentlich gibt es jetzt nicht wirklich einen Grund, nicht trotzdem mit Pickup zu leaden. Irgendwas im Bedroher reinzujagen und auf irgendwas Kehrtwende zu drücken. Bin ich ehrlich. Gibt eigentlich nicht so viel. Leibniz ist jetzt auf einmal auch sehr viel wichtiger geworden, muss ich sagen. Und dann müssen wir mal gucken. Ich bin so überrascht. Ich finde, boah, es ist schwierig. Also, Bootkicks auf jeden Fall nicht. Entweder Spekulatius oder Pickup im Lead ist somit das Beste. Ich denke, wir leaden einfach mit Pickup. Ich finde den Bedroher einfach eigentlich sehr nice gegen den Squad. Overall kann ich da nichts gegen sagen. Deshalb machen wir das doch jetzt einfach mal. Ich sehe da jetzt wenig Drawback. Ich hoffe nicht, dass er eigentlich mit Mesprit leadet. Weil dann muss ich eigentlich straight up überlegen... Gehe ich es ein, dass er potenziell Max Speed Scarf sein kann? Und zwar so gescarft, dass er schneller ist als mein hartes Wesen oder nicht? Und das sehen wir. Oh, warum sind wir in der Feuerarena? Kureha ist im Lead. Das ist Garchomp, okay. Ich überlege, ob ich Garchomp einfach mal ein Erdbeben reinschallern will. Oder ob ich Tarnsteine rauslegen will. Könnte er auch machen. Wir könnten auch straight up in Leibniz gehen. Wir könnten auch in Kipfei gehen. Beides möglich. Kipfeis Aufgabe ist jetzt eigentlich nicht so enorm da, muss ich sagen, irgendwas groß abzufangen. Also wir können halt Garchomp mit abfangen. Ja, das ist gleich mal schon eine schwierige Sache, muss ich gestehen. Ich würde auch gerne einfach ein Erdbeben auf den rausschallern, bin ich ganz ehrlich zu euch. Er legt wahrscheinlich Rocks, wobei Rocks sehen schon sehr schmackofatz gegen das Team aus, ne? Ich glaube, wir versuchen direkt Tarnsteine zu legen. Und dann wechseln wir, aber wenn er auch Rocks liegt, muss ich die eigentlich auch wegmachen. Deshalb glaube ich, machen wir dann nicht so viel Progress. Ich denke, wir gehen mal in unser Milotic. Ich finde, Milotic ist in einer coolen Position. Er ruft auch zurück und geht in wen? Er geht in Blade, das ist das Skarmory. Okay. Dann wäre natürlich jetzt ein Reflex Switchout cool gewesen, aber hey, ist jetzt nicht weiter schlimm. Den können wir jetzt potenziell auch jetzt noch machen. Wir können auch einmal ein Siedewasser abfeuern. Wäre auch eine Möglichkeit. Verlieren wir halt allzu viel mit Wutkeks? Eigentlich nein. Ich meine, was will mir Skarmory groß? Eigentlich nichts, deshalb würde ich direkt Wutkeks reinschicken. Und dann müssen wir sowieso erstmal eine Runde Überschallknall drücken. Weil also da sind zwei Immunitäten noch da, deshalb. Da sehe ich gar nichts. Okay, wenn da Rocks drauf liegen, liegt auf Garchomp keine Rocks. Das ist schon mal klar wie Klossbrühe. Und wir gehen hier auf Überschallknall. Weil wir müssen sowieso Sturdy breaken. Ich bin jetzt gespannt, Garchomp könnte maybe ein AV-Set sein. Weil er hat ansonsten jetzt nicht die allerbesten Switch-Ins in Toxtricity. Drin bleiben kann er nicht wirklich, weil Skarmory, glaube ich, nicht einen Move hat, um mich effektiv zu hitten. Hat er irgendeinen random Ground-Move, den ich maybe übersehen hätte. Ich glaube nicht, Sand Tomb hätte der, okay. Ja, wenn er das hat, dann hat er das. Dann, mein Gott, damit lebe ich dann einfach. Aber so wirklich was anderes, ja, der ist dann einfach okay für mich. So, ich bin gespannt, was er machen will, weil so einen wirklichen Switch-In hat er halt nicht. Und er geht in Eve. Das ist Mesprit vermutlich. Ne, es ist Gengar. Okay, hat er gut gemacht, hat er stark gemacht, kann ich kein Auge machen. Bisschen risky an der Stelle, klar.
Das Ding ist, ja, ich meine, es ist halt so obvious, dass wir jetzt eigentlich in unser Drapion rausgehen. Dass ich fast gewillt bin, einfach anzugreifen, aber ich weiß nicht, ob dann Garchomp als Switchout kommt. Ich würde halt gerne Overdrive oder Voidwechsel hier klicken, aber dann ist unsere AV-Strat auch schon weg. Ich meine, der Boy ist halt eigentlich so obvious. Sind wir ganz ehrlich, er ist so mega obvious. Der könnte auch Willown oder sowas. Er muss ja eigentlich jetzt irgendwas drücken oder irgendwas machen, um den Drapion-Switchout zu punishen. Das heißt, ich würde jetzt hier, auch wenn es ein bisschen risky ist, glaube ich sogar auf Overdrive einfach klicken, weil entweder hat er auf Gengar was oder er wechselt in Garchomp und beides ist okay erstmal für mich. Er ruft hart zurück und geht in Garchomp, dann ist Overdrive leider eine Nullrunde. Kureha, war das der Lead? War leider der Lead, schade. Aber das ist das, was ich mir ein bisschen dachte, aber ich habe mich mit Boombus nicht getraut, weil ich erst wissen wollte, was er damit machen will. Okay, dann gehen wir in Corviknight dieses Mal, wollen eigentlich auch defoggen, die Stars, Ananas. Und dann schauen wir einfach mal. Dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Bisschen nervig, die ersten Runden hätten besser ausgehen können. Weil ich sag, Überschallknall war schon ein bisschen obvious. Da hätte man sich maybe sogar die Elektroattacke trauen können, dürfen, müssen fast. Weil dann wäre Gengar quasi halb tot gewesen. Und das wäre schon sexy gewesen. Da ist halt echt das Problem, Reflex kann irgendwas richtig gut Damage machen. Maybe aber auch nicht so. Und er geht in Flare. Ist das Raichu? Nee, das ist Vesprit. Okay, ist erstmal in Ordnung für mich. Würde ich sagen, weil wir haben jetzt Corviknight reingeschickt. Die Frage ist, ob wir defoggen wollen oder nicht. Oder ob wir da straight up auf eine U-Turn gehen, dann Drapion oder vielleicht sogar Latios reinschicken. Ich glaube, wir können hier leider noch nicht auflockern drücken. Wir müssen hier, denke ich, eher die Kehrtwende gehen. Denn der wird wahrscheinlich Nasty Plot klicken. Das heißt, hiernach müssen wir was reinschicken, was den rausnimmt. Und das ist vermutlich unser Latios. Ja, das ist guter Damage auf Mesprit. Das sieht mir nach normalem Damage aus, oder? 28 bis 33. Das ist ungefähr genau das. So, könnte Latios den jetzt hier rausnehmen? Oder könnte sogar vielleicht Dings... Also Latios könnte den ziemlich sicher rausnehmen. Der wird wahrscheinlich schneller als Drapion sein. Deshalb weiß ich nicht, ob ich den da reinwerfen will. Landorus T. Wie sieht's bei dir mit einer U-Turn aus? Würde nicht ganz reichen. Aber da ist nicht wirklich ein richtig guter Draco-Switch hin. Deshalb würde ich jetzt einfach mal Latios reinwerfen. Und einfach mal einen Draco runterschallern. Ich weiß, Skarmory kann da reinkommen. Aber auch auf dem fühle ich den Chip-Damage. Und das Ding einfach rauszunehmen, finde ich eigentlich schon sexy. Ja, doch, fände ich eigentlich nice. Also es ist ein bisschen doof, dass wir jetzt nicht das Spukball-Experten-Gurt-Set sind. Das ist jetzt gegen das Team, was da dabei ist. Wäre das, glaube ich, sogar ein bisschen besser gewesen, weil wir jetzt einfach Spukball hätten drücken können. Eigentlich nicht wirklich krassen Drawback gehabt hätten. Wobei andererseits, wenn er wechselt und jetzt Moltres Galar kommt und wir da Dick Damage bekommen, würde ich das auch nehmen. Kearow kommt, das ist Moltres Galar. Der sollte richtig viel Damage bekommen davon. Da bin ich jetzt gespannt, wie viel das macht. Und es macht... Okay, nicht ganz 50%. Das ist wild. Was ist das für ein Moltres Galar, dass das nicht ganz 50 macht? Moltres Galar als Doppeldancer. Draco sollte eigentlich immer mehr als 50 machen. Das heißt, entweder er ist sehr hart Spedef ausgelegt. Und ich glaube, nicht mal das reicht. Ja doch, entweder er ist Max Spedef oder er hat Dings drauf. Er hat die Assault Vest drauf. Ich rechne momentan eher mit einer Assault Vest. So, wir gehen natürlich in Toxtricity. Und dann haben wir schon wieder so ein bisschen was Nerviges zum Entscheiden. Er geht auf die U-Turn. Das ist erstmal in Ordnung. Ist nicht geil, gerade weil Steine liegen. Aber es ist okay. Es ist erstmal in Ordnung. Dann, also wenn er, ich sag, wenn er die Kehrtwende hat, muss er eigentlich fast offensivfester sein. Das heißt, Steine auf der gegnerischen Seite werden schon sehr strong. Und es kommt Lycanroc. Okay, gegen Lycanroc gehen wir, denke ich... I mean, was drückt der jetzt? Kann ich nicht eigentlich im Pickup gehen und auch Steine legen? Oder dann U-Turn klicken? Der hat doch eigentlich keinen Move, mit dem er richtig viel Damage gegen Lando Team macht. Damit ich nicht unnötig wen anderen anwitschen lasse. Er kann jetzt auch Steinkante einfach klicken, die könnte er missen. Das wäre Belastung für ihn. Lycanroc, Dusk, All-Out-Attacker gegen mein Lando.
Können wir in den gehen, weil so wie er das reinschippt, muss der fast Dings sein. Nein, ja, es ist nicht ganz ein Two-Shot. Ich würde in Lando T gehen. Ich würde in Lando T gehen, hier mit Ruhr drauf tun. Ja, die Steine nerven mich schon sehr, muss ich sagen. Die Steine nerven mich schon sehr, aber Kehrtwende war trotzdem wegen Vesprit der richtige Play, denke ich. Auch wenn Vesprit eigentlich noch nicht durch Drapion breaken kann. Aber Drapion brauche ich auch noch wegen Gengar, weil der da ist. Und er geht auf Nahkampf. Dann ist das eine gute Runde für uns. Wir könnten überlegen, Steine zu werfen, aber ich finde Steine eigentlich auch für uns sehr nervig. Hat er einen Leben-Warp? Hat er ihn? Er hat ihn, okay. Gute Info für uns. Wenn wir jetzt Kehrtwende drücken und das in die Hose geht, wäre kacke. Er hat aber noch Skarmory und alles. Das finde ich alles nicht ganz so geile. Ich glaube, ich lege hier Tarnsteine. Oder? Legen wir hier Tarnsteine? Sagt Tarnsteine eigentlich schon nice. Auf allem immer Damage, wenn es reinkommt. Doch, ich denke, die Tarnsteine sind es. Und dann ist halt die Frage, ob wir überhaupt die folgen werden. Da ist halt wirklich das Einzige und der geht im Blade. War das Skarmory? Ja, es ist Skarmory, okay. So, und jetzt wird er wahrscheinlich die Bestätigung gleich bekommen, dass wir Scar sind, weil wir auch nicht Kehrtwende drücken. Andererseits muss man auch sagen, ne, sowas wie Wirbelwind ist auch eine Option. Wir müssen halt jetzt rausgehen. Die Frage ist, wird er das jetzt predikten, dass wir wieder in Riffex gehen und deshalb seinen Garchomp reinschicken? Weshalb ich jetzt gerade überlege, ob maybe auch Kipfall ein Ding ist, weil Kipfall würde Skarmory erstmal... Ja, wobei Toxin wäre da ein bisschen nervig. Ist ein bisschen schwierig. Leibniz sollte eigentlich immer langsamer sein. Das heißt, wir könnten auch mit dem eine langsame U-Turn bekommen. Und dann können wir nämlich Riffex so reinwerfen. Ich glaube, das finde ich sogar besser. Über das Kramor quasi ins nächste Mon reinzukommen. Finde ich eigentlich, glaube ich, das Beste, was hier passieren kann. Tarnsteine sind aber schon belastend, muss ich sagen. Aber das Moltres direkt nochmal low zu bekommen, finde ich eigentlich zu nice. Er geht sogar auf Wirbelwind. Das könnte sogar potenziell eine gute Sache sein. Das ist okay. Das ist ein okayer Switch. Und Wirbelwind ist sehr nervig, muss ich gestehen. Aber damit kennen wir das Set eigentlich ganz gut, weil der wird halt sicher noch Dings haben. Wir können jetzt einmal auf den Siedewasser klicken, weil wir damit nicht wirklich krassen Drawback haben gegen alles im Gegner-Squad. Und können den jetzt erstmal low kriegen. Wirbelwind, Tarnsteine, es könnten sogar, also Ruheort wird wahrscheinlich noch drauf sein. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass hier noch Stachler mit drauf liegen und so richtig das Hazard-Gespamme gegen mich gelegt wird, weil ich ja äußerst ungern auflockern drücke. Aber das Moltres Galar so low ist, ist schon mal eine sehr gute Sache. Es gefällt mir schon mal sehr gut. So, wir kriegen unser Siedewasser raus. Maybe direkt ein Burn. Das ist guter Damage. Was? Ein Crit? Nee, das heißt, der ist einfach nur Fist Step. So, bitte schick mir Riffex oder irgendwen Gutes hier rein. Kramor. Ich werde jetzt einfach Ruheort klicken. Und dann gucken wir einfach mal, was so passiert. Es ist... Panzer Aeron jetzt ein bisschen zum Spielen wird nervig. Wird tatsächlich sehr nervig. Wir sehen auch keine Überreste, was für mich für eine Zitrobeere oder für einen Beulenhelm sprechen würde. Und er ruft den zurück und geht in wen? Geht in Eve. Okay, das ist Gengar. Da schicken wir doch jetzt einfach hart unser Drapion rein. Oder? Ich meine, er könnte uns jetzt auch wieder baiten. Aber ich denke, wir schicken dieses Mal hart Drapion rein. Weil wir davor das eben nicht gemacht haben. Beziehungsweise er hat davor den Double gezogen. Deshalb sage ich, er wird dieses Mal nicht wieder den Double ziehen. Und dann könnten wir überlegen, sogar auf Eiszahn maybe zu gehen. Das wäre dann eine Überlegung, das zu machen. Müsste man mal überlegen. Okay, wir gehen als erstes raus. Das heißt, es sollte funktionieren. Na, ist halt die Frage, ob man straight up Eiszahn drückt, Abschlag drückt oder Giftspitzen oder sowas drückt. Geht auf den Donnerblitz. Wie viel macht das? 301 auf 198. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. Aber das sieht mir nicht unbedingt gespaxt aus. 301 auf ca. 198 mit dem Donnerblitz. Sollte das an der Stelle... Okay, 29% machen. Ja, das ist ungefähr der Damage, der da, glaube ich, hinkommt. Also er hat 31, wobei er hat 31 gemacht. Der könnte modest sein oder in irgendeiner Form Damage boostend. Ich überlege jetzt, ob ich Abschlag drücke oder Giftspitzen. Ich finde aber eigentlich Giftspitzen cool, um Switchout den Garchomp zu punishen. Auf Lycanroc ist nice. Wobei overall das auch alles so durchwachsen ist. Ich überlege, ob wir einen Double Switch machen. Aber weil Tarnsteine liegen, sind Doubles eine ganz schwierige Geschichte, muss ich gestehen.
Ja, das Skarmory ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Skarmory ist ein bisschen nervig. Ich glaube, ich will erstmal von Skarmorys Item weghaben, damit ich weiß, was es hat. Wenn es jetzt hier reinkommt. Ich weiß natürlich nicht, ob es sicher reinkommt. Ich denke aber, ja. Und dann schauen wir mal. Tarnsteine kommen wieder und dann muss er ja jetzt eigentlich sogar roosten. Das heißt, eigentlich kriegen wir jetzt Reflex gut rein. Beulenhelm war eigentlich erwartbar, dass er den haben wird. So, wollen wir Giftspitzen legen? Ich sehe noch nicht so die Giftspitzen, oder? Aber eigentlich auf den Ruheort würde ich jetzt gerne Reflex oder ihn hier eigentlich auch reinkriegen. Weil I mean, wen will er denn jetzt reinwerfen? Und dadurch, dass wir wissen, dass er nicht Spidef ist, kann auch sein, dass er jetzt hier sogar Wirbel windet, weil er nicht möchte, dass wir irgendwas auswechseln. Ja, Donnerblitz sollte eigentlich fast immer reichen an dem Punkt. Und in den hat er keinen Switch-Out. Das heißt, ich würde sogar hier in Latios gehen. Ich würde sogar mich trauen, hier in Latios zu gehen. Garchomp macht mir noch ein bisschen Sorgen, was der haben kann. Ich weiß nicht, ob Reflex besser gewesen wäre, aber Reflex sind so ganz viele weirde Spielchen hier. Und er geht auf... Er switcht aus. In wen? Kureha. Wer zum Teufel ist das? Boah, das ist eine schwierige Situation. Wenn der gescarft ist, müssen wir raus. Wenn er nicht gescarft ist, dann ist jetzt drinbleiben und einfach angreifen unser Play. Wir haben noch nichts, glaube ich, gesehen. Oder ist Garchomp in Runde 1 vor uns? Ist Garchomp in Runde 1 vor uns raus? Ich glaube, Garchomp... Wir sind doch mit Lando T geleadet und ich glaube, Garchomp ist in Runde 1 vor uns tatsächlich raus. Das heißt, ich glaube, wir müssen hier in Corviknight gehen. Ich glaube, wir haben sogar schon in Runde 1 die Bestätigung bekommen, dass der gescarft ist. Kann das sein? Ich glaube sogar ja, wenn ich nicht ganz blöd bin. Ich glaube sogar ja. Ja, deshalb greift er nämlich hier auch gerade ganz normal an. Das dachte ich mir schon. So, und jetzt überlege ich, ob wir einmal... Ja, auflockern sehe ich hier nicht unbedingt. Das heißt, ich denke, Kehrtwende it ist. Und wir wissen ja jetzt, er ist darauf gelockt. Das heißt, es passt. Kehrtwende wäre jetzt natürlich doof, wenn... Ne? Ah, ich hasse es, wenn er drin bleiben würde. Aber ich glaube nicht, dass er da drin bleibt. Ansonsten können wir danach in Milotic gehen. Der Drachenpuls auf Milotic bringt uns natürlich gar nicht. Er bleibt wirklich drin. Ah, dann wäre natürlich geil gewesen. Ja, Aber mit Milotic auch einfach Siedewasser drücken ist auch okay. Rauhaut kommt. Bringt uns noch nicht in Zitrobeeren-Range. Okay. Ich habe sogar überlegt, ob er einfach Drachenklaue drücken wird. Ich drücke immer Momentum. Maybe muss ich da einfach mal was anderes drücken. So. Milotic, rein mit dir. Und dann würde ich fast schon überlegen zu wechseln auf das Vesprit in mein Drapion. Weil Skarmory hat da jetzt hart rausgezogen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mit zweimal Nock den dann rausnehmen können. Es könnte nämlich sogar sein, gerade mit Tarnstein zusammen. Boah, die Tarnsteine sind auf Dauer halt sehr belastend. Er muss halt eigentlich in Vesprit fast gehen. Aber wir können auch gegen Vesprit einfach rausgehen danach in Drapion. Wobei, so viel Damage wie wir haben, weiß ich gar nicht, wie free wir das noch machen. Ich glaube, das machen wir gar nicht mal mehr so free, muss ich gestehen. Weil hier drin bleiben wird er, denke ich, nicht. Außer er wartet eine Flip-Turn. Aber ich will jetzt einfach mal versuchen, hier Progress zu machen und zu sagen, er wechselt jetzt hier raus. Genau. Und er geht wahrscheinlich in das Vesprit. Keyaru ist das Moltres Galar. Das ist auch nicht das, was ich unbedingt sehen wollte. Aber das ist erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Weil Spekulatius ist dagegen actually auch fein. Mehr oder weniger fein. Mehr oder weniger. Und Wutausbruch wird auch gar nicht getriggert. Das ist halt auch geil. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir einfach auf Eiszahn gehen, stehen wir eigentlich ganz nice da. Ich weiß nicht, hat er jetzt die Möglichkeit, Drapion rauszunehmen? Ich glaube sogar, ja. Und ich weiß nicht, ob ich das an dem Punkt jetzt eingehen muss, weil ich halt schon so low bin mit dem hier. Dann haben wir auch keinen geilen Mesprit-Switch mehr. Ja, wobei wir könnten sogar einen leben. Skarmory, boah, wenn Skarmory halt wieder fit kommt, wäre auch kacke, aber ich gehe auf den Eiszahn. Ich glaube, Eiszahn ist trotzdem das Beste. Er geht sogar auf er ist physisch. Reicht das? Ich weiß es nicht. Okay, reicht nicht und wenn wir den Eiszahn connecten, ist der weg. Bitte? Okay, ich sag, den schon mal weg ist nice. Der ist schon mal sehr, sehr nice. Dafür ist Drapion auch super low. Wo ich noch nicht weiß, ob der Trade geil ist. Weil jetzt halt Gengar so ein bisschen seine Shenanigans machen kann. Wir haben noch AV Reflex. Und ich glaube nicht, dass er mit AV Reflex rechnet. Das heißt, AV Reflex ist Aufgabe, ist es jetzt, das Gengar rauszunehmen. Und das müssen wir an irgendeinem Punkt irgendwie schaffen. Ich weiß noch nicht genau wie. Keine Ahnung.
Aber Gengar wird, glaube ich, jetzt eine große Gefahr. Also, ich meine, wenn Vesprit. Erdbeben killt halt Lycanroc und Gengar. Das ist halt ganz gut. Aber da sind noch zwei Pokémon, die dem komplett im Wege stehen. AKA Vesprit und Skarmory. Und Garchomp sowieso, weil der selber gescarft ist. Das heißt, Garchomp ist das schnellste Mon auf dem Feld. Und das ist eigentlich nicht so schön. Und meine Defensive ist eigentlich sehr hart angechippt. Also, ich weiß noch nicht. Also, es sieht gerade im Moment nicht so schlimm aus. Aber ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe am Ende des Tages. Weil da schon sehr, sehr viel in die Richtung. Ja, da können wir den jetzt einfach abwerfen. Weil da schon sehr, sehr viel ist, was ein bisschen schwierig ist. Drück irgendwas, was missen kann, Barry. Das wäre doch jetzt witzig, oder? Irgendwas drücken, was einfach jetzt misst. Und danach müssen wir fast in Lando T gehen. Glaube ich. Er geht auf Spukball, welche Überraschung. Er ist ja eigentlich nicht einfach ein freer Move, den er klicken kann hier. So. Jetzt könnten wir halt in Reflex gehen. Ist halt die Frage, ob wir das machen. Gehen wir in Toxtricity. Weil, I mean, wir sollten immer einen leben. Maybe denkt er, kann uns irgendwie rausnehmen oder so. Wenn dann wieder Garchomp kommt, dann wird es wieder nervig. Weil das Problem ist, Lando T, wenn wir U-Turn klicken und dann verkacken, sind wir in der richtigen Kackposition. Deshalb würde ich jetzt hier in Reflex gehen. Maybe halb den Scarf blöffen. Boah, jetzt ist halt wieder die Frage, drückt man Überschallknall oder nicht. Davor ist er in Gengar hier reingegangen. So, Gengar sollte uns eigentlich nicht rausnehmen. Er kann jetzt eigentlich riechen, dass wir in irgendeiner Form maybe was haben gegen den. Die Frage ist, kann er es sich trauen, jetzt auf einen potenziellen Boomburst in Garchomp zu gehen? Das ist jetzt eine 50-50. Aber ich sage, eigentlich ist Gengar fast zu wichtig für ihn. Aber wenn Garchomp... Oh, ja. Boah, eigentlich muss er fast Garchomp reinwerfen, oder? Aber das macht so offensichtlich. Und jetzt Gengar mitzunehmen, ich glaube, ich finde es zu gut, jetzt potenziell Gengar mitzunehmen oder Vesprit oder sowas. Deshalb gehe ich auf Overdrive, bitte nicht Garchomp, bitte nicht Garchomp, bitte nicht Garchomp. Bleib einfach drin, greif mich an, ich sollte eigentlich alles leben. Ich glaube, auch eine Psychokinese mit einem Expertengurt sollte ich an der Stelle leben. Ja, würden wir jetzt gerade noch nach den nächsten Tarnsteinen, glaube ich, nicht mehr. Zumindest ist dann eine Damage Roll. Bitte bleib einfach drin und lass dich von diesem Overdrive um die... Oh ja, ich glaube, damit ist der... Ja, wobei, zweimal Tarnsteine können noch eine Damage Roll sein, ob wir den jetzt wegbekommen oder nicht. Und je nach Investment könnte der auch noch leben. Oh, er ist aber weg. Sehr schön. Taskfluch blockiert Overdrive, das ist tatsächlich mehr als in Ordnung. Und Gengar weg ist Schmackofatz. Gengar weg ist tatsächlich sehr Schmackofatz, weil unser Switchen ja dagegen auch weg war. Und Reflex Aufgabe ist zum Großteil eigentlich erledigt. Also Reflex könnte man sogar überlegen, einfach abzuwerfen. Gegen das nächste Mon, was kommt. Weil Skarmory kriegen wir noch mit Latios weg. Da müssen wir halt nur gucken, dass Latios da nicht dumm died. Das ist noch so ein bisschen das Problem, wovor ich sitze. Ja, und ansonsten müssen wir allgemein noch gucken. Er kann ja jetzt eigentlich, egal was, also außer Panzerion logischerweise reinschicken und tötet mich. Ist halt die Frage, ob wir dann Reflex jetzt trotzdem aufbewahren wollen wegen Überschallknall oder nicht. Ich meine, wie gesagt, Wolverock ist schneller, das meiste ist halt schneller und bietet mich. Nur für Panzer-Aeron wäre es sinnvoll, weil ich glaube, Panzer-Aeron würde auch an einem Boomburst aus der Range, wo der gerade ist, sterben. Also, ich überlege gerade, gegen wen sich Panzer-Aeron potenziell alles gerade heilt. Und das sind schon ein paar Mons. Okay, er kommt rein. Heben wir uns den jetzt auf? Ich meine, wir könnten in Kippfall gehen. Verlieren wir viel mit Kippfall gerade? Ich meine, der macht sich dann nochmal Beulenhelm-Damage. Das wäre nice. Wir könnten aber auch den jetzt abwerfen und dann Kippfall reinwerfen. Was mir maybe sogar ein bisschen lieber ist. Mit dem da drücken wir immer Kehrtwende. Mit dem hier müssen wir auch eigentlich immer Kehrtwende klicken. Ich überlege, ob wir den einfach abwerfen, gucken, was er drückt. Und dann je nachdem das nächste Mon halt reinschicken. Und ich glaube sogar, dass ich das tun werde. Weil ich glaube, Skarmory kriege ich noch so hinweg. Ich hoffe, das ist keine Fehlentscheidung. Maybe macht er auch irgendeinen Switchout. Oder geht auf Feuerzahn, was ich gehofft habe. Maybe leben wir das. Leben wir leider nicht. Okay. Ist okay. Weil wir kriegen jetzt Milotic dafür safe rein. Ich sage, ich war mir nicht sicher, ob er das drücken wird oder nicht. Ansonsten wäre natürlich... Maybe hätten wir doch einfach in Milotic gehen sollen. Aber die Angst war zu groß, dass jetzt ein Erdbeben oder sowas kommt. Und das zu viel Damage macht und alles drum und dran. Ich würde hier einfach auf Siedewasser, I guess, gehen. Eigentlich muss er wechseln. Eigentlich muss er ja in Vesprit wechseln. Das heißt, ich könnte auch einmal Genesung drücken.
Ich glaube, wir gehen auf Siedewasser, weil ich Damage auf Vesprit will. Auch einen kleinen Burn fischen fände ich sehr nice. Er kann ja eigentlich sonst nichts reinwerfen, man muss ja Vesprit reinwerfen. Ja, maybe hätte man da einen Switchout machen sollen, um das zu punishen. Maybe wäre das besser gewesen. Jetzt kriegen wir den Siedewasser hier drauf. Oder das Siedewasser da drauf. Und wir fischen geilen Burn. Lecker Schmecker. So. Jetzt ist halt die Frage, wie spielen wir das? Was hat der? Hat er eine Select Berry? Er hat schon wieder dieses Select Berry Set? Okay, wild. Okay, die Frage ist, wird er jetzt überhaupt Donnerblitz klicken? Weil wir könnten jetzt auch einfach unseren Pickup reinwerfen und U-Turn klicken. Weil wenn er jetzt Eisstrahl... Er könnte jetzt hier predicten. Und dann könnte es tatsächlich nochmal schwierig werden. Wenn dieser Switchout jetzt nicht funktioniert. Aber ansonsten können wir danach einfach Kehrtwende klicken und sind eigentlich in einer coolen Position. Und dann müssen wir erst wieder einen Mon reinwerfen, könnten Leibniz reinwerfen. Aber nee, dann kommt Skarmory rein und heilt sich. Das ist eigentlich auch nicht so. Wobei, dann kriegen wir die Slow U-Turn. Und dann kommt eigentlich Latios rein. Boah, es ist alles irgendwie kacke. Ich bin am Überlegen, einfach drin zu bleiben. Aber eigentlich, glaube ich, gewinnt Milotic gegen den. Aber jetzt auf irgendwie einen Donnerblitz zu bekommen. Ich sage, er muss eigentlich Donnerblitz klicken. Er braucht diesen Damage. Und ich hoffe, dass das jetzt einfach aufgeht. Das ist auch eigentlich wieder eine 50-50, die potenziell dick in die Hose gehen kann. Die potenziell sogar sehr unvorteilhaft in die Hose gehen kann, weil der eigentlich noch wichtig sein kann. Eieiei, das gefällt mir gar nicht. Er geht auf Donnerblitz. Gut, 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 gut. Dann haben wir alles richtig gemacht, denke ich. Dann haben wir alles richtig gemacht. Und können jetzt auf die Kehrtwende gehen, um den zu finishen. Wir sind schneller als... Nee, der hat die Seikabere, ich Dödel! Der hat doch die scheiß Seikabere... Ja, wobei, aber der wird Modest spielen. Ja, ich wollte gerade sagen, der wird Modest spielen. Ah, ich weiß gar nicht, ob das so ein schlauer Spielzug war. Ich habe die Seikabere gesehen und instant wieder vergessen. Ich sage aber, er musste... Also, ich glaube, vom Damage her haben wir auch... Haben wir schon irgendwas von dem abbekommen? Ich weiß es nicht. Das war eigentlich mega braindead, was ich gerade gemacht habe. Bin ich ehrlich zu euch, das war... Nicht mein intelligentester Spielzug, den ich gemacht habe. So, jetzt ist die Frage, schicken wir Latios rein? Schicken wir Milotic rein? Schicken wir Corviknight rein? Wenn wir Latios reinschicken, forcen wir ihn dazu, eigentlich das Garchomp reinzuschicken schon fast. Oder halt den Wolf. Das wäre, denke ich, overall... Ja, wäre das okay? Wäre naja. Wenn wir den reinschicken, dann... Ist, glaube ich, alles eigentlich okay. Ich finde, Corviknight ist eigentlich ganz gut, hier reinzuschicken. Ich hoffe es zumindest, dass das okay ist. Es sieht alles in allem noch immer sehr schwierig aus, muss ich sagen. Es sieht all in all immer noch sehr, sehr schwierig aus. Weil Skarmory geht mir noch ein bisschen auf die Nerven. Den müssen wir halt irgendwie wegbekommen. Da muss auf jeden Fall irgendwie Damage rauf. Und gegen den müssen wir halt irgendwie auf Dauer versuchen zu gewinnen. Weil wir haben jetzt nicht mehr so viel, um den zu bieten. Wir haben halt Latios und das war's. Das ist nicht ganz so geil. Er geht im Blade. Das heißt, entweder er drückt jetzt Ruheort. Ist hier jetzt die Frage, gehen wir auf Kehrtwende? Oder drücken wir Ruheort, um uns zu heilen, damit wir gegen Lycanroc und Garchomp gewinnen mit dem hier? Aber andererseits, Dragonclaw und Dinx haben kein Damage gemacht. Ich glaube, wir können hier auf Kehrtwende gehen. Dragonclaw und Erdbeben machen ja auf Corviknight keinen Damage. Ich glaube, die Kehrtwende ist besser, weil wir damit Skarmory sich nicht so voll heilen lassen, beziehungsweise Latios halt reinkommt. Er geht sogar straight up auf den Sturzflug. Okay, dann wäre Ruheort, glaube ich, geil gewesen. Weil so... Aber so können wir eigentlich in Milotic gehen? Und ihn sogar mit Milotic maybe bieten? Finde ich das besser, als ihn mit Latios zu bieten? Nee, eigentlich kann ich ab dem Punkt in Latios gegen Drachenpuls klicken. Eigentlich ist das ja auch okay. Und dann kommt Chomp und dann muss ich Chomp wieder entscheiden, was er drückt. Oder wer auch immer kommt. Ich glaube, mit Latios hier zu finishen, das dürfte passen. Es dürfte passen. Ich hoffe, ich versaue mir das hier gerade nicht. Ich hoffe, ich versaue mir das einfach gerade nicht. Wir haben noch Intimidate Lando T in der Bag. Das ist auch sehr, sehr nice. Weil, wie gesagt, Chomp ist gescarft. Das andere Ding hat ein Leben, ob auf beiden Bedroher raufzuschmeißen, finde ich geil. Können auch jetzt einfach Erdbeben klicken. So, jetzt muss... Ich weiß gar nicht, wer jetzt reinkommen muss. Ich weiß nicht, ob Lycanroc kommen muss. Garchomp kann eigentlich nie Erdbeben drücken. Weil eigentlich, wenn ich mir Latios keepe, dann kriegt Latios immer safe einen Kill. Setsuna kommt. Das ist Lycanroc. Jetzt ist die Frage, gehen wir das Speedtie ein? Oder hat er maybe auch einfach einen Sucker Punch?
Weil wenn ich die alle habe, dann sollte ich das, glaube ich, eigentlich gewinnen. Heißt, wenn wir jetzt Latios potenziell einfach sacken, und zwar mit Drachenpuls, glaube ich, sogar am klügsten, und maybe auch einfach das Speed-Teil gewinnen, das wäre nice, dann könnte, glaube ich, der Rest gewinnen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, wenn ich hier nichts übersehe, sollte eigentlich der Rest gewinnen. Weil dann gehe ich in Lando T, drück Erdbeben. Garchomp kommt da auch nicht geil rein. Und Garchomp muss sich dann entscheiden, was er richtig drückt. Ich glaube, das ist so das Beste, was wir machen. Komm, Speedtail gewinnen. Tiefschlag, schade. Okay, ich habe ein bisschen damit gerechnet, aber war mir nicht hundertprozentig sicher, ob er es haben wird. Dann wäre hier natürlich ein Switchout immer der Play gewesen. Ne? Ganz klar, ganz klar. Und wir gehen jetzt in... Boah. Gehen wir in Milotic und drücken einfach Ruheort. Nicht Ruheort, Recover. Oder gehen wir in Lando T, drücken Erdbeben, kriegen viel Damage auf Garchomp noch. Ich glaube, it is Lando T-Boy. Aber was ist, wenn wir den jetzt zu sehr chippen und dann Lycanroc am Ende gewinnen? Boah, das wäre auch belastend. Aber ich glaube, der Chip-Damage ist gut gegen Garchomp, weil dann meine Defensive gegen den gewinnt. Das heißt, ich glaube, Lando T ist der richtige Switcher. Ich habe das Gefühl, ich versaue mir das hier gerade mal wieder selber. Maybe hätte man auf den Tiefschlag einfach wechseln sollen, aber wenn er einfach Steinkante drückt, dann ist auch kacke. Dann ist das, glaube ich, schon hier das Beste. Wir gehen auf Erdbeben. Wirf bitte einfach dein Lycanroc ab. Das wäre mir jetzt am liebsten, wenn ich ganz ehrlich bin. Das fände ich tatsächlich sehr nice. Das fände ich sogar sau sweet. Ah, wegen den Tarnstein weiß ich nicht, ob Milotic nochmal zweimal Chomp leben kann. Das macht es tatsächlich mir ein bisschen unangenehm. Ich meine, wir würden gegen Garchomp, glaube ich, gewinnen, solange wir was Schwebendes haben. Dass er nicht mit Erdbeben gegen Milotic angreifen kann, weil dann muss er nämlich... Er hat wahrscheinlich noch Outrage auch noch auf dem Set. Weil dann muss er nämlich den irgendwie mit Dings breaken. Ja, er wechselt leider raus. Er macht es leider Gottes, muss man schon sagen, richtig. Boah, wobei ich nicht weiß, wie gut Garchomp den jetzt wegstecken wird. Erdbeben kommt. Zack, schüttel, schüttel, schüttel. Oh, Arsch, auf einmal knapp. Okay, dann wechseln wir jetzt in Milotic. Dann wird er wahrscheinlich Beulenhelm-Damage bekommen und daran dien. Und dann muss ich eigentlich hoffen, dass mir Lando T das nach Hause holt. Aber ich weiß gerade nicht, ob das so richtig ist, wie ich es jetzt machen will. Wenn wir gegen Lycanroc reinkommen, hat Lycanroc eine Chance, mich rauszunehmen. Mit der Cellroc ist, glaube ich, sein stärkster Move. Nach Intimidate... 127 sind wir, ne? 37, das heißt 12. Boah, dann könnte Cellroc mich sogar mit einer Damage Roll rausnehmen. Und das ist gar nicht so geil. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob wir nicht erst in Leibniz gehen müssen und dann einfach U-Turn klicken. Weil dadurch hat Milotic nicht so viel Damage. Ich glaube, es ist sogar eher Leibniz. Ich glaube, das ist die sicherste Variante hier. Und dann einfach Kehrtwende klicken. Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht dumm. Ich hoffe, das ist jetzt nicht dumm. Ich hoffe, das ist jetzt nicht dumm. Es könnte sogar dumm sein, was ich hier mache. Okay, er geht sogar auf Feuerzahn. Dann finde ich das gut, dass er mich potenziell rausnimmt. Doch, das finde ich ja eigentlich gut. Der soll mich... Bitte nimm mich einfach raus. Bitte besieg mich. Das ist eigentlich gut für mich, glaube ich. Weil jetzt gehen wir Milotic, können dann einmal Recover drücken. Und dann sollte es eigentlich passen. Dann sollte es eigentlich, glaube ich, passen. So, Milotic rein mit dir. Und dann sollten wir eigentlich alles leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich glaube, Genesung dürfte hier der richtige Play sein. Weil selbst wenn er Lycanroc wechselt... Wobei, er kann mir ja eigentlich nichts. Aber danach kommt Lycanroc und Lycanroc kann, glaube ich, Milotic dann aus der Range vermutlich mit der Stone Edge rausnehmen. Ja, könnte er sogar machen. Das heißt, wir gehen hier auf Genesung. Das heißt, Genesung ist hier der richtige Play. Boah, ich weiß wirklich nicht, ob ich das hier optimal gespielt habe und es mir wirklich noch am Ende maybe selber versau, ne? Das ist halt echt die Sache. Das ist halt wirklich leider die Sache. Und das gefällt mir hier gerade überhaupt nicht. Aber eigentlich, ich glaube, Beulenhelm Milotic sollte das eigentlich machen, oder? Greif einfach mit Feuerzahn an. Komm, Barry. Sein Supporter der Scherzkeks. Oh, so ein Ehrenmann. Okay, damit ist, glaube ich, GG. Ich glaube, das kann er jetzt nicht mehr holen. Ja, weil jetzt dann nehme ich am Beulenhelm. Wir gehen auf Genesung. Und damit sollte es das gewesen sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das dürfte es sein. Alter. Ey, ich weiß, wie gesagt, es ist so manchmal weird mit so Squads, wo du quasi immer eine 50-50 hast, drückst du jetzt Momentum und drückst dann
predicted der Gegner dein Momentum, habe ich immer das Gefühl, ich weiß nie, habe ich es jetzt richtig gemacht oder nicht? So, Siedewasser wollen wir natürlich drücken. Habe ich den richtigen Move geklickt oder nicht an der Stelle? Oder habe ich mir dadurch jetzt einfach eine schlechtere Position gemacht? Weil tendenziell willst du ja mit Momentum die bessere Position holen. Nur manchmal ist es dann doch die schlechtere und ich habe das Gefühl, das war so ein Paradematch dafür, ob, ne? Kann mal besser, mal schlechter sein. What the fuck, das ist ein Crit, oder? Oder ist der einfach Adamant? Ah, der ist Adamant, weil er. Ja, na klar ist der Adamant, der spielt ja Sucker Punch. Dann haben wir wirklich alles richtig gemacht. Huiuiui, haben wir dann alles richtig gemacht, weil ich glaube, dann hätte er Lando T aus der Range immer besiegt. Uiu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 i. Ich weiß nicht, ob wir dann. Ja, ja. Wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. GG an den guten Barry. War nochmal ein wilder Schlagabtausch. Ich weiß nicht, war irgendwie krass Hex irgendwo in irgendeiner Form krass dabei? Ich glaube nicht. Ich weiß es gerade nicht. Er hatte Burn auf Vesprit, aber ich weiß nicht, ob der ihn jetzt so für ihn so gemerdert hat, dass er irgendwie seine Entscheidung beeinflusst hat. Wenn ja, dann natürlich ein bisschen. Aber ansonsten denke ich, ist es ganz solide für uns ausgegangen. Wir haben jetzt einen wichtigen Sieg eingefahren. Und jetzt hoffe ich einfach, dass Blocky verloren hat, Flobert verlieren wird und Kusha gewinnt, weil ich glaube, dann haben wir jetzt noch, ich habe jetzt nicht auf die Differenz geguckt, aber dann haben wir, glaube ich, tatsächlich noch in irgendeiner Form Chancen tatsächlich, den zweiten Platz, aka das, der zweite Platz ist ja für uns normal Menschen quasi der erste Platz. Und tatsächlich, die haben eine Differenz von 17 gerade. Wir haben jetzt 2-0 gewonnen, das heißt, wir kommen auf eine Differenz von 15. Das heißt, wenn wir, also wenn die jetzt beides mal verlieren, verlieren die ja immer 1-0, 1-0. Das heißt, solange Kusha, also wenn Kusha das gewinnt und die beiden verlieren, schaffen wir hier noch den zweiten Platz. Weil die anderen haben so eine schlechte Differenz, dass die uns da, glaube ich, gar nicht holen können. Ich habe mich im Übrigen verrechnet, vergessen, dass wir haben dann eine 14er Differenz. Das heißt, einer von beiden muss mindestens 2-0, glaube ich, verlieren. Ich denke mal, im Doubles ist das so ein Ding, was durchaus machbar ist. Dementsprechend hoffe ich, dass wir uns doch irgendwie den zweiten ergattern können. Ansonsten, weiß ich nicht. Ich glaube, sicher haben wir den dritten damit auch noch nicht, weil Belix und Dennis können den sich jetzt, glaube ich, noch holen. Das heißt aber, damit dürften wir sehr wahrscheinlich maximal Vierter werden. Das heißt, immerhin obere Tabellenhälfte habe ich gesichert. Ja, und den Rest muss Dings machen. Aber ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Barry schreibt gerade noch irgendwas mit unglücklich mit dem EQ-Damage. Welchen EQ-Damage? Jetzt bin ich verwirrt. Haben wir irgendeinen EQ-Damage gemacht? Ja, ist auch egal. Hier ist der letzte Spieltag. Es ging jetzt nicht um irgendwie was mega krasses. Aber hey, wir sind näher am zweiten Platz. Wir sehen uns. Bis dann und ciao. Bye, bye. Ah, es kommt im Übrigen noch wahrscheinlich eine GPL-Zusammenfassung. Deshalb rede ich jetzt nicht irgendwie über irgendwelche Matches. So eine kurze, knackige Zusammenfassung will ich hoffentlich dieses Mal machen.